Lara Favarettos Installationen, Videos, Plastiken, Zeichnungen und Aktionen und archivbasierte Projekte analysieren das Potenzial unserer Glaubenssysteme und experimentieren mit Möglichkeiten revolutionären Verhaltens durch unkonventionellen Einsatz der Vorstellungskraft, indem die Künstlerin eine große Spannbreite von Referenzen zu Gesellschaft, Philosophie, erzählender Literatur und Folklore wiederbelebt und umdeutet, verwandelt sie sie in politische und ästhetische Alternativen und Formen des Widerstands. Als eine Art fanatisch und utopischer Werkzeuge verleihen ihre Arbeiten unerfüllt gebliebenen seelischen Zuständen konkrete Gestalt. Darf ich das kopieren, an meine Wohnungstür hängen? Dann sagen Sie uns doch kurz, was haben Sie da jetzt rausgelesen? Ja, also mich hat schon vorhin dieser Bezeichnung ortsspezifische Installation sehr angesprochen, weil ich denke auch, Kunst oder Schrott liegt ja auch im Auge des Betrachters. Was für den einen wertvoll ist, ist das andere Schrott oder Müll. Und es gibt ja verschiedene Ordnungszustände, Ordnungsgefühle, Sicherheitsbedürfnisse, die sehr, sehr individuell sind und dementsprechend auch den eigenen Maßstäben unterworfen sind. Und es gibt natürlich jede Menge Leute, die da ihr Ordnungssystem oder ihr Sicherheitsbedürfnis anderen Menschen überstülpen. Und dieser Freiraum, den finde ich ja sehr inspirierend. Jetzt haben Sie wahrscheinlich den zweiten Teil der Installation noch nicht gesehen. Da hat sie nämlich Teile des Schrotts auf Podeste gepackt. Das ist hier ein paar Meter weiter hinten. Was glauben Sie, was das bedeuten kann, dass sie einfach jetzt vom Schrotthaufen einzelne Stücke auf Podeste ausstellt? Ja, den Dingen Wert verleihen, die in der Gesamtheit hier vielleicht nicht zum Ausdruck kommen. Was halten Sie von dem Kunstwerk? Sehr schön. Und das ist eine ganz tolle für mich Installation. Und ich denke, dass es durch eine Frau gemacht ist, ist schon etwas Besonderes. Und warum? Weil man das nicht erwartet. Das ist. Was erwartet man nicht? Diese schwere eiserne große große ja gewalttätige und ja sozialkritische Installation, dass das eine Frau gemacht hat, ist schon für mich beeindruckend. Ja, ich finde das sehr interessant, dass jemand auf die Idee kommt, aus so vielen Schrottteilen so eine Collage zusammenzustellen in verschiedenen Hügeln. Es ist ja ein Rhythmus drin in dem Kunstwerk, das kann man schon nachvollziehen. Können Sie das beschreiben, was Sie da nachvollziehen können? Ja, eine Rhythmisierung. Sie hängen ja hier verschiedene Hügel, die hintereinander gestaffelt sind und so weiter. Es sollte wohl eine Landschaft symbolisieren. Was meinen Sie, was Sie sonst so damit aussagen wollten? Das ist die Frage, was man immer interpretieren will in der Kunst. Das ist natürlich sehr schwierig. Dazu müsste man sich auch vielleicht ein bisschen mit dem Hintergrund des Künstlers auseinandersetzen, um das verstehen zu können. Was hat es Ihrer Meinung nach auf einer Documenta zu tun? Ich denke mal, Kunst ist ja ein sehr weit gefasstes Gebiet. Und in der Kunst kann man mit allen möglichen Dingen alles Mögliche anstellen. Da muss man schon sehr offen sein und sich auf solche Experimente auch einlassen können. Wenn Sie jetzt ein Experiment machen dürften mit diesem Platz, was würden Sie gerne tun, wenn Sie alles dürften? Das ist eine schwierige Frage. Sie meinen jetzt hier mit dem gesamten Platz oder speziell mit dem Objekt? Mit dem Objekt. Das Objekt kann man im Grunde nur so belassen, wie es ist, oder man räumt es ab. Es ist ja nur für diesen Platz gemacht. Man kann es sicherlich nicht als woanders aufstellen. Ich könnte es nicht zum Beispiel in meinem Garten tun. Warum nicht? Erstmal wäre er nicht groß genug, um das unterzubringen. Und dann ist es auch eine Frage, ob man sich das permanent ansehen möchte. Welchen Wert hat das denn Ihrer Meinung nach? Kann man das bemessen? Das könnte ich nicht. Kann ich absolut nicht bemessen. Vielen Dank. Was halten Sie denn von dieser Kunst? Interessant, ist mal was anderes. Warum? Weiß nicht, weil Schrott erwarte ich eher auf dem Schrotthaufen. Und nicht unbedingt hier im Kontext, aber warum nicht? Was macht es mit Ihnen? Was fühlen Sie oder denken Sie im Bezug hier zu diesem Kunstwerk?
dass ich mich da gerne mal hinsetzen würde und ein bisschen mehr, oder dass ich gerne mal da drin spielen würde, dass ich gerne mal ein bisschen da rumwursteln möchte und ein bisschen anfassen und vielleicht umbauen oder sonst was. Das wäre jetzt sowas, was mich ansprechen würde. Gibt es denn irgendeinen Teil, was Sie da sehen, was Sie als erstes bewegen würden? Ja, das pinkfarbene ganz hinten. Da gibt es so einen Kotflügel oder irgendwas. Das hat mich farblich sofort angesprochen, weil es aus dieser Tristesse, dieser Farbigkeit irgendwie so heraussticht. Was glauben Sie, was die Künstlerin mit diesem Kunstwerk aussagen möchte? Keine Ahnung. Muss ich das wissen, wenn ich das mir angucke? Sag doch mal, was du im Beisein von diesem Kunstwerk fühlst. Fühlen ist immer ein bisschen schwer. Also ich finde, das passt sehr, sehr gut zunächst mal an diesen Ort. Also man hat eigentlich so den Eindruck, es ist eher objet trouvé als tatsächlich inszeniert. Und von daher wundert es einen fast, dass es gemacht ist. Es hat zumindest so diesen Charakter des Zufälligen, wenn man einfach gerade aus dem Café, aus den Hallen hier rausschlendert. Es wirkt so, als müsse es eigentlich fast hierher gehören, als sei es schon davor da gewesen, vor der Documenta. Aber du schränkst es ein, das heißt, was erkennst du denn? Erkennst du irgendeine Struktur oder was auch immer? Naja, Strukturen, ja, grafischer Art sicher. Also das ist einfach ein bisschen beliebig vielleicht. Also es vielleicht, das war nichts. Dann sag doch nochmal, was kannst du dir vorstellen, was die Künstlerin mit dem Kunstwerk aussagen will? Das geht wieder auf diese Gefühlsebene, damit tue ich mich wieder schwer. Dann versuch's mal ohne Gefühle. Aussagen, ja, zum einen ist es Hinterlassenschaften, das, was übrig bleibt am Ende, ist Schrott dann aber tatsächlich Schrott, gerade jetzt. Ich meine, man liest ja immer von Altmetall, Diebstählen und Ähnlichem. Ist es denn tatsächlich einfach nicht mehr brauchbar, das Material, was übrig bleibt? Oder was für ein zweites Leben ist unter Umständen diesem Schrott, dem vermeintlichen, dann doch noch beschert? Passt denn sowas auf so eine Kunstausstellung wie die Documenta? Warum denn nicht? Man soll Fragen mit Gegenfragen eigentlich nicht beantworten. Natürlich. Warum? Ja, weil es einem, denke ich, dazu anregt, also zu reflektieren. Letztlich Ressourcen beispielsweise sind endlich. Und das hier ist vielleicht ein spielerischer Versuch, auch über solche Fragen der Nachhaltigkeit und so weiter, vielleicht, wenn es in diese Richtung denn geht, ist Schrott denn Schrott, auch nachzudenken. Vielen Dank. Ja, gern.